So, willkommen zu einem neuen Part von Sonic Unleashed. So, in diesem Part fangen wir an hier in Shunan. Da haben wir im letzten Part mit den Dorfbewohnern geredet und können jetzt zum Gaia-Tor gehen. Im letzten Part, ja, haben wir uns mehr oder weniger nur um die, wie heißen sie? Um die Bonuslevel gekümmert und... Nein. Ja, nee, ich will in diesem Part keine Bonuslevel machen. Fertig, aus. So, Bosstür und... Beides ist offen. Was da los? Naja, wir gehen erstmal hier natürlich zu den regulären Leveln. Ich will in diesem Part noch keinen Boss machen. Wollen wir einfach mal ein bisschen in Shunan rumflitzen, oder? Wie wär's denn damit? Irgendwie merke ich gerade, mein Fernseher ist ein bisschen dunkler eingestellt, als, ja, als es eigentlich sein soll. Zu früh, Mist. Naja, egal. Man kann nicht alles perfekt machen. Wie gesagt, der Rang ist völlig nebensächlich. Ups, ich habe ja noch gar keine Ringe. Jetzt aber. Okay. Dann ihr. Zack, 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 zack. Bam. Hä? Wieso kann ich immer... Was war das? Oh mein Gott. Leute, ich... Okay. Das ist die Tagesform. Sagen wir es mal so. Hilfe, was habe ich gerade eben gemacht? Noch nicht mal ein Checkpoint oder sowas. Meine Güte. So, ihr dann noch. Ich hoffe, ihr hört das nicht so wie in den letzten Parts, wenn ich mich bewege. Weil... Achso, da ist eine Stufe. Das hat man jetzt nicht gesehen. Vielleicht ihr sogar besser als ich, weil mein Bildschirm ist gerade wirklich ein bisschen dunkel. Oh, ich dachte, man könnte da durchsprechen. Das wäre doch cool gewesen hier. Mal ein bisschen Innovation. Okay, ihr... Hallo, ich will weiter. Okay. Was ist los? Ihr seht gerade wenig, ne? Warum? Eieiei, das obligatorische Traps-Getue da. So. Zack. Okay. Immerhin hat sich jetzt wieder gefangen. Ich finde sowas immer scheiße, aber gut. Okay. Ich bin auch. Habt ihr es gerade eben gesehen? Ich habe irgendwie nicht gesehen, dass da was ist und diesmal bin ich. Fälschlicherweise nicht gesprungen. Oh mein Gott, nee. Heute ist echt. Ach so. Ja, es hat noch was angezeigt, dann habe ich schnell noch geschüttelt, aber. Man kann nicht alles haben. Was zum Teufel? Ich bin da doch durch. Alter. Immerhin gibt es da gleich in der Nähe einen Checkpoint. Okay, wenigstens ist unten drunter was. Sonst wäre es echt ein bisschen fies. Den S-Rang können wir uns natürlich auch schon abschminken, ne? Ist klar. Ja. So früh schon. Und wir können uns den S-Rang abschminken. Geil. Uah. Irgendwie fehlen mir hier gerade Checkpoints. Ey, wir hätten auch durch die Höhle können. So. Hilfe.
Du mieses kleines Ding. Ah, diese Ringe, die machen einem später auch noch Probleme. Da muss man ein bisschen länger, glaube ich, in den springen. Und das ist auch ein kleines bisschen gefährlicher. Da kann ich mich an was erinnern. Das ist ja hier kein Problem. Einfach nach vorne und dann kommt da schon der. Wow, B-Rang. Was geht denn ab? Naja, kein Wunder eigentlich, aber ich hätte... Also ein C-Rang sollte jetzt nicht mehr werden, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Oh. Schnell da. Man darf da nicht langsam werden auf dem Wasser. Okay. Okay, B-Rang. Ja, ist mir egal. Wenigstens eine Medaille. So, ein geheimes Dokument. Ich weiß gerade gar nicht, wann wir das eingesammelt haben, aber gut. Spiel fortsetzt natürlich. Soll hier noch ein bisschen weitergehen. Ach, ja. Ah, 200 Ringe. War jetzt ein bisschen zu spät, aber... Gut. So. Na, diesmal habe ich das auch hinbekommen. Habe ich das von vorhin wieder gut gemacht, oder? Oder auch nicht. So. Ups, da bin ich kurz mal mit meiner V-Fan-Ring an meinen Nunchuck gekommen. Verdammt. Das wollte ich nicht. Aber wir werden es trotzdem schaffen. Das ist ja kein Problem hier. Komm. Oder auch nicht. Aber so schaffen wir es auf jeden Fall. Ja, no problem. Ist echt so. Also diese Ringe Sammellevel sind wirklich eigentlich kein Problem. Es gibt deutlich schwerere. Wirklich schwerere. Okay. Erreiche das Ziel unbeschadet. Das zum Beispiel. Ah, warum war das zu früh? Meine Güte. Okay. Man sieht hier schon so ein... Okay, die weißen Vasen sind relativ fair noch, aber die braunen sieht man gar nicht, ne? Teilweise. Auch so eine einzelne, das kann schon böse sein. Ah, Mann. Was war da gerade eben los? Naja. Und nochmal das Ganze. So schwer sollte das nicht sein. Diesmal lasse ich einfach den Schnellstart. Mir jetzt egal, man ist schnell. Was? Den hab ich nicht berührt. Das kann. Ich möchte hier Videobeweis. Oh, habe ich ja. Ja, aber egal. Werden wir ja. Werden wir trotzdem schaffen. In diesem Part noch. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich in dem. In diesem Level wirklich meine Probleme hatte. Da habe ich mich schon ein bisschen länger mit aufgehalten. Aber umso mehr sollte es ja auch mir jetzt in Fleisch und Blut gekommen sein. Der ist natürlich fies. Die da sind auch fies eigentlich, weil sie auf beiden Seiten sind einfach. Das ist der einzige Grund. Hallo. Naja, das ging jetzt eigentlich auch. Ich hatte, ja. Zack. Ich Idiot. Ich mach das immer automatisch und... Wisst ihr, andere Spiele... Zum Beispiel Sonic Generations, da macht man das manchmal, um sich ein bisschen abzusichern nach dem Sprung. Das habe ich mir angewöhnt. Okay, der Schüttler hat nicht gezählt. Das Beste ist, hier geht's ja nicht so wirklich... um die Zeit.
Also wir können ein bisschen langsamer eigentlich auch machen. Na gut, da oben ist zwar eine Zeitbegrenzung, aber gut, komm. So schlimm ist die jetzt auch nicht. Da sind die Vasen natürlich deutlich schlimmer. Dass man auch nichts kaputt machen darf hier, echt. Kriegst du echt. Okay, wenn du hier so in der Mitte bleibst... Hey, kein Problem! Ich dachte, da kommt noch irgendwas mit Bomben oder sowas. Dann war es in einem anderen Level. Ah, ja. Das war jetzt wirklich nicht so schwer. Neue Mission hinzugefügt. Hey, Sonic! Das war total aufregend, oder? Wir haben weitere Tafelfragmente gesammelt. Gehen wir zum Professor. Okay. Auf zum Professor, Shunan? Naja, nee. Wir machen hier erstmal in Spagonia weiter. Und, kümmern uns dann im nächsten Part um den Rest. Ich denke, ja. Ich mach das hier jetzt. Ich mach Shunan jetzt auch fertig. Hoffe ich zumindest, dass es nur noch dieses eine Level ist. Erreiche das Ziel. Ja. Erreiche das Ziel unbeschallt. Das war das, was wirklich so schwer war. Man darf auch in diesem Level die Vasen nicht berühren. Ja. Auch wenn man normal davon keine Ringe verliert, darf man die Vasen nicht berühren. Ich fange auch wieder relativ langsam an, ohne Schnellstart. Was bringt's? Ah nee, das war das. Boah, das war geil. Also, das fand ich echt gut. Upsala. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den anvisieren. Die schießen eigentlich nur nach vorne. Das heißt, man kann den links und rechts ein bisschen ausweichen. Also, die sollten jetzt einen wirklich nicht erwischen. Da kommen schon deutlich schwerere Sachen auf uns zu. Hier zum Beispiel mitspringen. Aber, oh. Ja, diese Kante habe ich schon oft übersehen. Auch früher, als ich das gemacht habe. Ja, ja. Das war das, was ich meinte. Das war... Ja, genau. Das war aber was anderes. Gut. Ein anderes Level als das vorhin. Das wusste ich nicht. Was? Der hat sich doch ganz klar umgedreht. Der war doch auf der völlig anderen Seite. Okay. Egal. Mir soll's recht sein. Ich mach das gern nochmal. Also es macht doch wirklich Spaß, da so ein bisschen auszuweichen. Aber das, ja, das fuchst einen doch schon ein bisschen. Ja, ich lass mal jetzt einfach mal hier links liegen. Generell alle sollten wir hier eigentlich einfach mal ihre Arbeit verrichten lassen. Und nicht einfach sinnlos in der Gegend rumzuballern. Ah, da die Stachelkugeln, die tun einem auch nichts. Mich würde echt mal interessieren, ob die Kristalle einem schaden, aber... Oh, schon wieder hier. Aber das lasse ich dann doch lieber. Vielleicht schaden sie einem ja wirklich und ich habe... eigentlich doch nicht so wirklich Bock, das Ganze nochmal zu machen. Was? Ich habe geschüttelt! Meine Güte! Diese Bewegungssteuerung, echt? Da kann man schütteln. In die, echt, dieses Spiel. Also es ist schon geil auf seine Weise, aber... Das regt halt ein bisschen auf, wenn man alles wegen sowas nochmal machen muss, weil es einfach nicht funktioniert. Das nächste Mal schüttle ich wirklich viel deutlicher. Fast überdeutlich. Aber dann hört man es wieder im Mikrofon. Das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen scheiße. Und das fällt mir tatsächlich in anderen Spielen überhaupt nicht so auf. Da kann man teilweise wirklich ganz sachte nur schütteln. Und er macht trotzdem was. Mario Galaxy 2 zum Beispiel, ja. Das ist so das beste Beispiel, wie man es eigentlich machen kann. Aber... In dem Spiel scheint das nicht so, ja, zu laufen. So, diesmal hier
aufpassen. Gut. Zack und zack. Der kann mir auch nichts. Und zack und zack. Oh, das war knapp. Und hier ist noch ein Gegenstand. Upsala. So, eingesammelt. Okay. Und da ist auch schon das Ziel. Okay, damit haben wir es geschafft. Und wir haben es auch für diesen Part geschafft. Im nächsten Part geht's wieder zum Professor nach Spagonia. Mal schauen, ob hier vielleicht noch ein Level ist. Dann würde ich das im nächsten Part machen, weil ich denke, 15 Minuten oder jetzt fast 16 sind genug. Wenn es gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Part und ciao.